Im Haffcamp am Salzhaff treffen sich naturnah Abenteuer und Luxus pur im Glampingzelt. Du hast wieder eine Spinnkontrolle durch die Tür. Ja. Oh. Aber soll ich mal was sagen? Die sind gut gegen Mücken. Super. Endlich sind sie fertig. Probeschlafen für eine Nacht. Nee, so richtig. Aber jetzt. Genau. Nein. Zumachen bitte. Die Luxusvariante unter den Zelten. Weiter. Ja, so, jetzt gehst du mal nach da hinten, machst den letzten Reißverschluss auf. Ja. Wenn Sie hier im Haffcamp sind, wohnen Sie normalerweise im Wohnwagen auf Ihrem Dauerstellplatz. Christoph Niemann, Ihr Papa, ist der Chef vom Campingplatz. Also ich finde es halt beides eigentlich gleich gut. Nur, was hier ein bisschen schlimmer ist, und zwar, dass man ja aber überall auf dem Zeltplatz, wenn wir da schlafen, muss man die Spinnen wegmachen. Weil ich schlafe nicht mit Spinnen. Da habe ich Schiss. Vor einem Jahr, am 1. April, hat Christoph den Campingplatz wieder eröffnet. Jetzt startet er in die zweite Saison. Gleich mit der ganzen Familie. So Mädels, was brauchen wir denn jetzt hier alles, um hier zu übernachten? Schlafsachen, Essen, Kaffeezeug, Trinken, Klamotten. Unsere Privatsachen. Zu fünf ziehen sie ein. Bis zu sechs Personen können hier schlafen. So, nachher euer Zahnputzzeug nicht vergessen. Papa? Ja? Spinnen gucke ich denn heute Abend, okay? Weil die kommen denn heute Abend eh nochmal wieder frisch raus. Also insofern gucke ich später nach Spinnen. Mama. Da wollt ihr schlafen? Ja. Aha. Na, den habe ich ja Schwein. Also Engel, wir nehmen das große Bett, ne? Wir nehmen das große Bett. Und einer von den beiden müsste hoch, damit wir das Bettzeug hochschmeißen können. Ja, was denn? Kannst du noch da oben die Spinne wegmachen, denn die ist genau über dem Bett. Welche Spinne denn? Die über dem Bett. Ja. Tiere gehören bekanntlich zur Natur irgendwie, ne? Ja. Die eklig. Deswegen gibt's bei uns alles immer eine Spinnkontrolle. Genau. Ich hab's doch auch verstanden. Oh. So, welche Spinne soll Papa denn jetzt holen? Das ist die da! Das ist gar keine Spinne, die ist tot. Doch, trotzdem. Eine Spinne. Kannst du trotzdem mitmachen? Ja! Ihr habt das hier aber muggelig, muss ich euch mal sagen. Ja. Na, guck mal, Papa macht das mal. Oh, das meint ihr, ne? Ja, die lebt. Ja, ich seh's. Können wir weitermachen mit Einrichten? Spinnkontrolle beendet? Spinnkontrolle beendet. Die eine wurde für, sie darf bleiben. Weil sie tot ist, kommt's nicht drum rum. Nein, die Große hier ist sogar echt lebendig, aber die darf da halt bleiben. Ja. Die beiden Glampingzelte stehen zwar schon eine Weile, aber erst jetzt ist eins frei. Jetzt hat er auch Zeit, um es selbst mal zu testen. Wir wollen aber einmal, aber da soll eigentlich auch Oma und Opa dabei sein und so. Also wir wollen beide Zelte einmal als Großfamilie in Beschlag nehmen und alle dann hier schlafen. Wahrscheinlich, das darf nicht im Fernsehen kommen, wahrscheinlich zu Opas Geburtstag. Ne? Nee, ich hab sie runtergepfeffert. Und dieses Wochenende jetzt nur mit uns, genau, dass wir hier mal ein bisschen, ne, mal ehrlich, das ist ja wie bei der Arbeit. Man muss wissen, worüber man redet, also muss man ja auch mal drin geschlafen haben, auch mal wissen, funktioniert der Toaster, haben wir genug Geschirr, haben wir, ne, ist das mit dem Bettzeug alles in Ordnung, geht das Klo, ne? Findet man nur raus, wenn man es selber einmal macht. Au! Na denn. Guck mal, das machen sie aber schön hier, ne? So mit dem Segelboot und dem Handtuch so. Ne? Das machen unsere Reinigungsleute. Wir haben jetzt aufgestockt, wir haben noch zwei Reinigungsleute mehr. Es sind jetzt also drei im Team. Und mal ehrlich, dann kommt sowas dabei raus, dass ein Geschirrhandtuch auch mal aussieht wie ein Segel. Ja, ihr müsst erst mal runter. Wie geht sich das so für eure Füße? Ist das in Ordnung mit der Treppe oder muss da ein bisschen Teppich rüber oder sowas? Ne, ist gut. Bis jetzt hat sich jedenfalls auch noch kein Gast beschwert. So, sehr gut. Ja, mach's kaputt. Da, ich bin draußen. Brauchst du den? Geht nicht nur das. 220 Euro pro Nacht bezahlen Gäste für die Nobel-Variante. Mit Küche, Klimaanlage und eigenem Bad. Von hier aus hat man die beste Aussicht auf das Haff, findet Christoph. Deshalb hat er die teuersten Unterkünfte auch auf die kleine Anhöhe gebaut. Das ist doch richtig so. Guten Morgen.
100 Kilometer weiter östlich, knapp anderthalb Autostunden entfernt, liegt der Vogelpark Malung. Direkt an der Storchenwiese wienern gerade zwei Mitarbeiterinnen das Storchennest. Vier Camper ziehen nachher hier ein. Wir haben hier schon ein paar gehabt. Also jeden Tag reisen immer welche an. Und ja, an und ab, sagen wir mal so. Genau. Von Mitte Mai bis Ende September können Gäste im Storchennest übernachten. Zwei Schlafzimmer, auf jeder Etage eins. Eine große Terrasse, keine Heizung. Und das Bad ist 60 Meter entfernt, am anderen Ende vom Storchengehege. Ganz rustikal. Zwei Erwachsene, zwei Kinder und mit Führung bekomme ich noch 237 Euro. Okay, da ist jetzt diese Schläfertour mit drin, ne? Das ist der Wegeplan. Hier steht alles Wichtige drauf, was Sie wissen müssen. Alles klar. Dann wünsche ich viel Spaß und eine gute Nacht. Dankeschön. Danke. Okay. So. Schon am frühen Nachmittag kommen Annette und Wolfgang Strauß mit ihren beiden jüngsten Enkelkindern hier an. Wollen wir mal gucken, wo wir schlafen, ich glaub, wo euer Bett ist. Ich glaub, unser Häuschen muss anschauen. Na denn, dann gucken wir mal bei den Steichen. Eine Premiere. Also mit den Kindern hier. Mit den beiden schon, ja, ja. Wir waren schon mal mit unserer großen Enkeltochter hier, ja, vor ein paar Jahren. Ja, war super. Die Großeltern wohnen in der Nähe von Malo und sind Stammgäste. Seit fast 30 Jahren, seit es den Vogelpark gibt. Die Enkel wohnen bei Oldenburg. Haben wir Geschenke gekriegt bei letzten Weihnachten. Das sind die Storchenbabys. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Und das werden wir mit unserem Fernglas. Ja, müssen wir nachher das Fernglas holen. Und dann kannst du da mit dem Fernglas heute vielleicht aus deinem Fenster rausgucken. Ich sehe schon und genau beobachten. Dann lass uns mal zum Haus gehen. Na, dann gehen wir mal zum Haus. Ich gebe ihn jetzt mal der Oma, weil die hat sich nämlich gemerkt, welcher das ist. Na, einer von den Kleinen. Wir werden sehen. Passt, aber schließt nicht. Also nehmen wir den nächsten. So. Oh, dann mal hoch. Dann mal hoch. Hier ist der Balkon. Da ist ein Balkon? Ja. Das ist ja toll. Schuhe ausziehen. Ja, wenn du ins Bett willst, musst du die Schuhe ausziehen. Also. Jetzt noch nicht. Jetzt wollen wir ja noch ein bisschen im Park laufen. Hier ist unser Kleiderzimmer. Oben im Dachgeschoss. Ja. Wir dürfen hier schlafen und komm mal hier rein. Ravan ist 4 Jahre alt, Katja 6. Ja, komm mal hier rein. Gleich wollen sie noch mal los, den ganzen Vogelpark unsicher machen. Ja. Meint ihr, da könnt ihr heute Nacht hier schlafen? Ja. Ja? Na, super. Auf der Halbinsel Beunsdorfer Werder liegt das Huffcamp. Rückblende, ein Jahr zuvor. Schon als Kind wollte Christoph Niemann einen Campingplatz. Jetzt hat er ihn. Als Pächter. Ist in Hochstimmung und traut sich fast alles zu, der fast alles Könner. Das nennen wir so unsere Aufgabenzettel. Nochmal zeigen. Das kriegen wir dann immer von Rezi, wo Flöcke umgefahren sind, wo was neu gesprüht werden muss, ne? Wo irgendwelche Nummern abgegangen sind oder sonst irgendwas. Das ist dann immer so unser Arbeitszettel. Rezi, so nennt er seine Rezeption. Waschhäuser kontrollieren, Müll sammeln. Mit seinem Oldtimer macht er die morgendliche Platzrunde. Kleinster allradbetriebene Transporter der Welt mit H-Kennzeichen. Der hat hier so viele Wohnwagen schon weggezogen, wo andere Autos versagt haben. Super. Es sind Sommerferien. 30 Anreisen heute. Beim Einchecken bestellen die meisten Gäste gleich ihre Brötchen fürs Frühstück mit. Heute bei Christophs Tochter Lotti, 8 Jahre alt. Vier dunkle. Die Brötchen backen sie morgens für die Gäste auf. Halb neun, alles klar. Ja. Halb neun sind die da. Sie können gerne um 5 aufstehen, da ist eine Menge zu tun. Fragen Sie mal, hier unsere Klasse wartet. Ja, und Toiletten darf man machen. Genau, wir haben alles immer. Wir denken drüber nach. Ja, sehr schön. Tschüss. Also ich finde es immer sehr spannend. Kann man Leute bequatschen. Ob Lotti Papas Platz mal übernimmt, weiß sie noch nicht. Ich hätte noch ein bisschen Zeit, sagt sie. Bitte am Waschhaus. Am Waschhaus, alles klar. Mhm. 10, 9. Ah, oh, schönes Auto. Mahlzeit. Moin. Ihr habt Probleme mit dem Strom, habe ich gehört? Ja, der sagt alles belegt.
dann gebt mir mal schickes Auto. Ja, danke. Dann gebt mir mal bitte kurz 10 Minuten oder so. Ja, dann hat sich der Gast davor leider Gottes nicht so richtig abgemeldet. Das werde ich denn jetzt mal kurz beheben und dann kannst du dich gleich reinstöpseln. Alles klar, machen wir so. Ihr seid hier, ja? Wir sind hier, ja. Supi, bis gleich. Moin. Tagesgäste. Den letzten freien Platz haben sie noch ergattert. Alle anderen sind fürs Wochenende schon gebucht. Macht einfach Spaß. Und das ist noch Camping, das ist nicht hier so schickimicki. Hab ich noch Tour und dann passt das. Aus der Nähe sind sie angereist, ganz spontan. Mit leichtem Gepäck, wie er meint. Wir sind bloß 2 Nächte hier. Mal rauskommen, mal abschalten. Und dafür braucht man nicht so viel. Vorzelt steht. Ein modernes Stromnetz hat Christoph installiert. Chip gesteuert. Da ist die Säule, ne? Glaube ich. Alles könnte so einfach sein. Alles gut, Digga. Jetzt hat eine 20,9 kW nicht bezahlt. Die habe ich jetzt hier auf dem Chip. Der ist jetzt aber frei, sodass der neue Kunde sie einstecken kann. Ja. Und ich merke ja mal wieder ein bisschen in Rätsel, dass sie nicht aufgepasst haben. Wollen wir euch mal ranstöpseln? Gucken wir mal. Und geht. Gut. Läuft. Super. Danke. Ganz wichtig bitte, wenn du wieder losfährst, genau so ranhalten, hier im Display bitte gucken, dann zeigt dir nämlich deine und KW. Dann abziehen. Ja klar, machen wir. Viel Spaß euch denn hier. Ja, werden wir hoffentlich haben. Klar, ruhiges, schönes Eckchen. 30 Kilometer östlich, der 5-Sterne-Campingpark Kühlungsborn. Das Animationsteam lädt euch ein, zum Strandsport zu erscheinen. Und zwar treffen wir uns gleich bei Tor 3 um 11 Uhr. Deswegen kommt gerne vorbei, jetzt an Tor 3 um 11 Uhr mit Strandsport. Wir machen gerne ein oder zweimal am Tag so eine Runde. Am liebsten noch mal vor der Mini-Disco, damit wir noch die Kleinen alle animieren können. Oder vor Festen. Und das zieht. Einmal waren gar keine da und dann sind wir eine Runde gefahren. Und dann sind die Massen angekommen. Mit 100, 200 Leuten. Das war richtig cool. 7 Gäste haben sie zum Strandsport zusammengetrommelt. Immerhin. Martin hat schon 3 Sommer hier als Animateur gejobbt. Ihr könnt eure Schuhe gerne ausziehen, wenn ihr wollt. Vielleicht ist das doof mit dem Sand. Seine Freundin Malika macht das jetzt zum ersten Mal. Seit einem halben Jahr sind die beiden ein Paar. Genau. Macht gerne die Matten vor mir. Wir breiten uns mal ein bisschen aus. Es ist genau. Pfingsten. Perfekt. Erst vor 6 Wochen sind sie von Hamburg nach Kühlungsborn gezogen. Haben ihren Job beim Optiker gekündigt. Ich glaube, die Möglichkeit, einfach so viel Zeit miteinander verbringen zu können wie möglich. Weil in Hamburg, wie gesagt, 50 Stunden nur für den Job unterwegs gewesen. Hier arbeiten wir zusammen, wir haben unsere Pause zusammen. Ist schon echt Luxus, glaube ich. Haben nicht viele Pärchen. Dann fangen wir an zu stampfen und marschieren auf der Stelle. Okay, 3, 2, 1, los. Squat. Und marschieren. Hampelmann. Marschieren. Squat. Die Animation kostet nichts. Hampelmann. Meist kommen Kinder marschieren. Und junge Leute unter 30. Ja, es juckt, aber ich habe mich nicht getraut wegen der Altersgruppe. Ich bin ja Generation über 60 und wenn ich mir da gerade die jungen Mädels so angucke, dann fällt mir das doch etwas an Mut, da hinzuzugehen. Wir machen das aber zu Hause, 2-mal die Woche Reha-Sport für die etwas ältere Generation. Im Urlaub machen wir sowas. Ziehen das linke Bein ran. 3, 2, 1, gehen runter und laufen jetzt einmal an den Strand. Im Sommer arbeiten Martin und Malika oft von 10 bis 22 Uhr. Aber Sonne, Meer und Gäste bespaßen, einen besseren Job können sie sich kaum vorstellen. Störche, Laufvögel, Pelikane. Es gibt viel zu sehen im Vogelpark Marlow. Deshalb sind Oma und Opa schon so früh mit den Enkelkindern hierher gekommen. Auch um die Flugshow nicht zu verpassen. Mit Attila, dem Star heute. Eine afrikanische Adlerart ist das, ein Gaukler. Von einem anderen Zoo gekauft. Bei dem warne ich euch schon mal vor. Denn jetzt kommen wir zu unserem Attila. Auch hat unser Attila für uns noch eine ganz großartige, tolle Funktion mitgebracht.
Und zwar kann der Attila uns seine Laune anzeigen anhand der Farbe seiner Schnabelwachshaut. Hat unser Attila quasi total gute Laune, dann verfärbt sich diese Schnabelwachshaut ganz gelb. Und auch die Farbe seiner Füße. Attila, du hast einen großartigen Job gemacht. Und darfst auf zu Jutta in den wohlverdienten Feierabend. Attila bereitet sich vor und fliegt los. Das sieht gut aus. Schönen Feierabend. Nach 2 Stunden Parkerkunden sind die Enkelkinder immer noch fit. Guck mal, da hinten stehen die Kinder. Wollt ihr da auch hin oder nicht? Ja. Ja, na gut. Na denn. Wo stehen die Kinder? Na, da hinten am Schild. Oma und Opa spendieren heute das volle Programm. Mit Ewald, dem Bartkrauz, kann man sich nämlich fotografieren lassen. Den haben sie hier mit der Hand aufgezogen. Zuerst mit dem coolen Dinosaurier. Und komm mal hier auf meine linke Seite. Sehr gut. Und dann hier genau. Ja, dann warm ganz rein. Richtig bis in die Finger. Na, dreh dich noch mal ein Stück. Klasse. Super. Mensch, Ravan. Ewald, guck mal. Wow. Ewald. Ja. Und, ist schwer? Ja, ist das schwer? Aber ich bin schon stark. Du bist richtig stark. Guck mal zum Opa. Und jetzt, Kathi? Richtig stark warst du. Na, genau, komm mal hier rum. Klasse gemacht. Linke Hand auch rechts fest in die Finger. Sehr schön. So. Ewald? Ewald? Guck mal hier, jetzt kitzelt die Füßchen. Genau. Oh, guckt auch. Sehr schön. Ewald, guck mal. Na gut, Ewald, dann nicht. Hab ihn. Toll. Sehr gut. Alles klar, danke. Rückblende. Ein Jahr zuvor. Wieder im Huffcamp. Nach einem Dreivierteljahr Bauzeit hat es der neue Pächter im April wieder eröffnet. Mit 280 Parzellen. Fast die Hälfte davon für Dauercamper. Aber es war ja hier vor kurzem noch alles irgendwie Sandwüste gewesen. So, insofern toi toi toi, dass der Kleine jetzt nicht irgendwie mitten in der Sandwüste spielen muss. Ein Campingplatz war das hier schon seit der Wende. Fast 30 Jahre lang. Dann lief der Pachtvertrag aus. Von früher kennen wir uns noch, bevor wir hier runter mussten. So. Und dann haben wir uns dann hier wieder getroffen. Dann haben wir vorher auf den Plan geguckt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Und dann haben wir das so gemacht, dass wir so ziemlich zusammen sind. Vor allem hier Waschhäuser sind da super. Das ist ein Traum. Ja, ja. Also wir können nicht meckern. Also der macht und tut hier wirklich viel und so. Also man sieht den Unterschied. Du siehst schon den Unterschied, wenn du reinkommst. Ne? Wie sieht aus? Geht wunderbar mit dem Ding. Das ist, ist das diese? Wie geht das? Zeig dir mal. Ja. Das ist nämlich unser neuer Putzteufel. Ron. Zu Weihnachten Weihnachtsmann und im Sommer färbt er sich den Bart rot und ist dann hier und macht sauber. Mit einem Spezialmob heute. Ne? Denn je trockener der Boden nach dem Wischen, umso länger bleibt er sauber. Ach, krass, Tron. Geil. Ja. Immer ehrlich? Das kannst du noch trockener machen, muss man eben, ne? Aber ja. Das mache ich zum Nachwischen. So, und du hast jetzt gerade, damit ich die Funktionalität auch kenne, runter und so. Durchs Rund. Aha, alles klar. Mit den Klos ist soweit alles in Ordnung, ne? Ja. Ach, guck mal, bitte nur einmal kurz ziehen, danke. Seit wann steht das dran, weißt du das? Seit heute. Seit heute? Seit heute oder gestern Abend. Hat das schon irgendeinen Effekt? Ja, es hängt nichts mehr durch. Morgens, wenn man hierher kommt, liegt hier unten alles voller Handtuch. Und dann die Damen sind ja so nett und tun das dann auch immer noch mal hier rüber und so. Und aber halt also das ist scheiße, ganz einfach, auf gut Deutsch gesagt, ne? Der Sinn soll sein, dass es so ist. Und wenn man jetzt hier eigentlich nämlich nur einmal kurz zieht und dann kurz wartet, ja, zieht sich das nämlich ran. Aber wir haben so viele Gäste gehabt, die dann, ach, das haben wir bei uns im Amt auch und so, und da liegt das auch immer alles rum und das klappt alles hinten und vorne nicht. Und die wollen nämlich immer diese Handsaugdinger da haben. Aber das sind totale Bakterienschleudern. Also ich mag die nicht. Also wenn man das öfter dreht, ist das ja echt richtig trocken, ey. Krass. Aber deswegen steht da auch echt nur 6 Liter Wasser rein, ne? Das ist echt gut. Wattnickalgift, ey. Krass. Kühlungsborn ist einer der Hotspots an der mecklenburgischen Ostseeküste. Mit knapp 8000 Einwohnern und mehr als 2 Millionen Übernachtungen pro Jahr.
Der Campingpark trägt mit seiner langen Saison dazu bei. 10 Monate hat er geöffnet. Von März bis Dezember. Der DJ ist da. Partyvorbereitungen auf dem Festplatz. Na, mein Wester? Was ist los? Du musst doch wach werden, ja. Seit 5 Jahren ist Gunnar Lange hier der Chef. Er und seine Leute haben den Platz zum beliebtesten Europas gemacht. Sich gegen 23.000 Mitbewerber aus 44 Ländern durchgesetzt. Man möchte ja helfen, wo man kann. Ja. Macht ja unser Chef vor, dann machen wir es gerne nach. Ne? Mit 800 Stellplätzen ist der Campingplatz einer der größten in MV. Es gibt sogar eine extra Anreisespur. Gegen den Stau. Moin, moin. Danny will hier in Empfang nehmen. Fährst du eine Anreisespur und da ist er schon, genau. Jede Saison rollen neue Wohnmobile in den Campingpark. Noch größer, noch luxuriöser. Die Zulassungszahlen von den Wohnmobilen sind in den letzten Jahren so in die Höhe geschossen. Und das haben wir auch mitgekriegt. Die Zelte werden immer weniger. Und wenn Zelte kommen, werden sie auch immer größer, die Zelte. Das sind ja halbe Wohnzimmer und Ankleidezimmer im Zelt schon. Jetzt über Pfingsten kommen viele Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten seit Jahren. Und hier wird jeder Einzelne zu seinem Platz gebracht. Gastingeplatz. Kannst du noch einen größeren kaufen? Aus der Nähe von Plau am See kommt dieser Gast. Neuerdings mit seinem 10 Meter langen Wohnmobil. Wir wollten in den Urlaub. Du konntest nicht in den Urlaub. Und dann haben wir uns vor 2 Jahren, also wirklich da, wo es losging, haben wir uns einen Wohnanhänger gekauft. Ich komme gleich. Einen Wohnanhänger gekauft und der wurde dann ganz schnell zu klein. Dann haben wir den nächsten Wohnanhänger gekauft. Und dann haben wir festgestellt, dass man mit einem Auto vom Wohnanhänger schlecht überall hinkommt. Und weil wir nach Italien wollten, haben wir dann gesagt, okay, dann das nächstgrößere. Warte, die Seite ist es. Halt mal fest, Finn. Komplett. Halt mal fest oder stell dich rauf. 60 bis 150 Quadratmeter groß sind die Stellplätze. Alle mit Wasser, Strom und TV-Anschluss. Was du möchtest, ein neues Laufrad? Da hinten. Guck mal, da liegt das große. Ach so, ja. Fast jedes Wochenende ist er mit seiner Familie hier. Und sie genießen den Komfort. Denn Händewaschen ist hier nicht einfach Händewaschen. Die Sanitäranlagen sind wahre Wellness-Tempel. Mit Themenbädern, sogar für Kinder. Was ist das? Das ist eine Dusche. 4 davon haben sie im Campingpark Kühlungsborn. Und punkten damit bei den Gästen. Wollen wir jetzt warten, wenn wir Ostsee laufen gehen? 5 Millionen Euro haben sie in die Waschhäuser investiert. Eine Investition, die bei der Online-Umfrage die allerhöchste Punktzahl geholt hat. Ohne Schnickschnack und großen Komfort hingegen will ein NDR-Reporter in den Campingurlaub ziehen und einige von den 218 Plätzen in MV ansteuern. Mit Fahrrad und Campinganhänger. Das ist die Schwerlastkupplung und die muss ran an dieses E-Bike. Und nur dann können wir dieses E-Bike mit dem Campingwagen, der da hinten steht, vereinen zu einem Gespann. Und damit wollen wir dann unterwegs sein. Christoph, okay. Man soll ja alles immer erst mal selber machen, damit man es im Notfall auch kann. Wie kriege ich denn jetzt diese Schwerlastkupplung hier hinten an das Fahrrad ran? Als allererstes öffnest du den Schnellspanner und schraubst auf der anderen Seite die Mutter einmal ab. Ja. Ja. Wann hast du Feierabend? Ach, wir haben noch ein bisschen. Okay. Und wie schnell kann ich dann damit fahren? Der Motor unterstützt dich bis 25 Kilometer pro Stunde. Du kannst natürlich aus Muskelkraft auch schneller fahren. Aber bei 25 km/h hört der Motor auf zu unterstützen. Gut, muss man sonst noch was achten, dass man nachher den Bogen ein bisschen größer fährt oder auf der Straße mit so einem Anhänger? Du musst ein bisschen vorausschauender fahren, gerade wenn du Poller hast, wenn du enge Kurven hast oder ähnliches, dass du weit ausholst. Ja, jetzt haben wir das Fahrrad. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie wir es mit dem Campingwagen auf die Kette kriegen, sozusagen mit dem Gespann. Und dafür brauchen wir natürlich Birte. Wie machen wir das Gespann denn jetzt fahrfertig? Als allererstes würde ich sagen, das Fahrrad daran. Sonst kommen wir nämlich gar nicht voran. Genau. Hier suchst du die flache Seite und schiebst die hier in die Kupplung rein. Und jetzt, hast du das Klack gehört? Ja. So, jetzt wollen wir den mal aufbauen. Ja. Bin ich ja schon gespannt. Ja. 3 Minuten. Jetzt müsstest du nach Augenmaß vorerst den Hänger so gerade wie möglich abstellen. Okay, hier ist so ein Haken, den nehme ich, ja? Ja, die Flügelschraube lösen.
verdammte Axt. Dann machen wir unsere Klappen hinten auf. Ja. Die tragen das Vorderteil. 6.200 Euro kostet so ein Anhänger, made in Bremerhaven. Und das bitte soll in 3 Minuten gehen? Ja, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, Wahnsinn, kann das sogar schneller gehen. Boah. Birte und NDR-Reporter Thorsten Reinke brauchen 35 Minuten, bis das Mini-Wohnmobil endlich steht. Das war's. Okay. Also in 3 Minuten finde ich engagiert, bin ich mal gespannt. Aber die Frage ist natürlich auch, passe ich da rein? 1,90 mal 60, ich denke, das passt. Bequem ist es schon mal, es kann warm werden, ne? Ja, dafür haben wir die Lüftungsklappe, ja, die wir eben runtergelassen haben. Ah ja. Die kannst du natürlich auch auflassen. So, jetzt machen wir uns mit dem Gespann zum ersten Mal auf den Weg und morgen gehen wir dann auf Campingtour. 50 Kilo wiegt der Anhänger. Einen Ersatzakku hat Thorsten auch noch im Gepäck. Hoffentlich halten die Akkus die erste Etappe morgen durch. 50 Kilometer will er radeln. Da, wo wir das Eis geholt haben, dann müssen wir da vorne geradeaus laufen noch. Na, dann kommt. Ihr hattet doch schon Eis. Fast 4 Stunden sind sie durch den Vogelpark gelaufen. Vorbei an allen Tiergehegen und den anderen Baumhäusern. 5 gibt es hier insgesamt. Ja, noch nicht gute Nacht, ne? Aber bald. Jetzt beziehen sie ihr Nest. Für eine Nacht. Morgen kommen Mama und Papa und holen, bringen die Große noch mit, die dann auch noch mal in den Vogelpark will. Und haben wir jetzt die Kuscheltiere vergessen? Ich hoffe nicht. Vielleicht haben wir sie doch. Oh, oh. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber wie ich dich kenne, da sind sie doch. Vorbereitet wie immer, ne? Ja, alles perfekt. Siehst du. Omi, Gefahr gebannt. Können wir die holen? Einmal. Danke. Zweimal. Danke. Wo ist unsere Küche? Na, heute Abend essen wir da draußen auf dem Balkon. Auf der Terrasse. Nur gegessen oder was? Ja. Auch die anderen Gäste oder was? Die anderen Gäste auch? Nein, nur wir. Mal in eine andere Hütte oder Höhle des Vogelparks ziehen, das wollten sie nicht. Aus folgendem Grund. Also erstmal finden wir die Aufteilung recht gut, weil die Kinder hier oben schlafen können. Zweitens, das hat Fenster, die anderen nicht. Das also ist teilweise. Das ist natürlich schwierig im Sommer mit Mücken und es ist viel Wasser. Und ich finde es schön, dass man da ein eigenes Bad hat. Ne, wow. Also so Plumpsklo ist nicht meins. Das ist einfach so. Komm, packen wir mal die Brötchen hier hin. Oh, möchtest du schon mal ein Brötchen auf den Teller legen? Ich möchte Milch. Da habe ich Ketchup für die Würstchen. Ha, perfekt. Würstchen für mich. Ein Würstchen für dich, eins für Ravan, eins für die Oma. Guten Appetit. Guten Appetit. Es ist Ende Mai. In der Abendsonne sind es jetzt um die 15 Grad. Als wir das erste Mal hier geschlafen haben, da waren die Fenster noch nicht drin. Also das wäre wirklich kalt geworden. Aber jetzt ist es ja schön warm. Soll ich dir dein Brot mal aufschneiden? Oder möchtest du noch ein halbes Würstchen von Oma? Hoffentlich sind die Enkelkinder nachher noch fit. Denn nach dem Abendbrot hat Opa ja noch die Schläfertour gebucht. Huffcamp. Immer noch erste Saison. Ein neuer Auftrag von der Rezi. Vor zur Einfahrt muss Christoph jetzt. Soll gleich noch seine Mitarbeiter Olli mitnehmen. Wieder hat einer Bremse und Gaspedal verwechselt und die Schranke gerammt. Wenn du jetzt so stehst, siehst du, dass die Schranke nach da gebogen ist. Die ist halt nicht mehr gerade. Und hier hat es den ganzen Schrankenkasten, ja, 1,5 Zentimeter weit rausge. Also, da ist ein Spalt. Ne? Krass, guck mal, das ganze Gestell ist verbogen. Hältst du ein bisschen? Der Übeltäter hat sich nicht mal gemeldet. Ja. Naja, so.
geht auf jeden Fall nicht weiter. Ja, dann schraub mal fest. Also die das aufgebaut haben, haben gesagt, wir sehen uns in 2 Monaten wieder. Da haben wir gesagt, ja, weil wir einen schönen Zeltplatz haben. Die so, nee, weil dann die Schrankenanlagen kaputt sein werden. Da haben wir gesagt, nö. Und die hätten aber leider recht. Ja, schon nach dem ersten Monat war die erste Schranke kaputt. Also ich würde sagen, vom Stehen her ist der gerade. So, Olli, jetzt gibt's erstmal ein Eis. Kommt die jetzt hier durch? Aber fahr mal nicht so weit weg. Halt mal gleich da an, bitte. Olli, du auch? Ja, ein Vanille-Eis. Ja. So, was darf's werden? Mach mal eine Kugel Vanille. Ich lade meinen Mitarbeiter den fleißigsten ein heute hier. Und auch sprichst du von mir? Ja. Bitte? Waffe oder Becher? Was ist Kaffee Crunch? Das nehme ich einmal, bitte. Schön laut bimmeln, die warten schon mal auf dich. Das ist doch wunderbar. Ne? Meine Bimmel ist leider nicht so laut. Aber denn wenn sie warten, fahr sie einmal hoch und fahr wieder einmal runter. Danke dir. Im Campingpark Kühlungsborn läuft die Animation. Auf die Plätze! Streckt die Hände! Fäuste machen! Daumen hoch! Schultern hoch! Früher haben Malika und Martin 10 Stunden am Tag bei Kunstlicht gearbeitet. Drinnen. Jetzt sind sie jeden Tag an der frischen Luft und in der Sonne. Und immer in Bewegung. Kinder motivieren. Das hält auch die Animateure fit. Das Schöne an Kindern, wenn du mit Kindern arbeitest, sie sind ehrlich. Sie machen das, worauf sie Bock haben, sie denken nicht nach. Und das ist halt das Tolle an dem Job hier. Und ich 8 Animateure arbeiten hier in der Hochsaison. Malika und Martin leiten das Team. Die habe ich übers Jahr fest angestellt hier. Und wir müssen jetzt natürlich machen auch viele Stunden. Und ja, aber am Ende ist es so, das ist eben halt wichtig, auch eine gute Animation zu haben, gute Leute zu haben. Und Martin ist eben ein guter Entertainer. 1800 Gäste wollen schließlich bespaßt werden. Denn so viele sind jetzt zu Pfingsten hier. Mitten im Trubel, gleich neben der Mini-Disco, campen die Bayers aus der Nähe von Ludwigslust. Seit 12 Jahren sind wir Pfingsten immer hier auf diesem Platz. Und es ist schön, weil es sind immer nur 5 Tage. Aber wenn man dann 2, 3 Wochen hier ist, dann möchte man seine Ruhe, dann steht man auf alles. Erst vor 4 Wochen haben sie sich ihr Traumwohnmobil gekauft. Es ist unsere Erfüllung. Ja, und wir sind total glücklich, dass wir ihn gekriegt haben noch. Weil die Lieferschwierigkeiten so schwierig sind im Moment. Und wir wollen ein bisschen in die Welt raus. Nicht nur hier Kühlungsborn, sondern auch mal Richtung Ausland. Österreich, Schweiz. Alles drin. Bad, Backofen und vor allem ein gemütliches Bett. Das war uns auch wichtig, dass es ein Queensbett ist und nicht ein getrenntes. Weil es gibt ja, die meisten haben ja in der Mitte so einen Weg, sag ich mal, wo man dann, und dann hat man das Bett links und rechts, und das wollten wir nicht. Björn, der mit dem 10-Meter-Wohnmobil bucht wie alle Gäste online und bezahlt auch so. Nur zum Anmelden muss er selbst zur Rezeption. Bis Oktober will er fast jedes Wochenende kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich buche normalerweise schon im Januar diesen gesamten Aufenthalt, weil wenn du das nicht machst, ist alles besetzt. Also kommst hier nicht an nichts ran normalerweise. Wir buchen mittlerweile schon bis 2026 vor. Das ist tatsächlich schon sehr sportlich. Gerade so die Ferien und die Feiertage, die sind bei uns gute 1,5 bis 2 Jahre im Voraus fast komplett ausgebucht. Bis morgen, ne? Bis morgen. Wenn man Glück hat, sieht man am Haffcamp die Robben. Sogar von der neuen Bar aus. Dazu baut Christoph gerade einen Linienbus um. Dass ihr das denn macht und wir denn gucken, dass es denn bekannt wird, ne? Endlich hat er auch einen Busbarbetreiber gefunden. Einen Dauercamper. Hey, geil, dann haben wir wirklich alle. Oh, da. Na, sag mal, da unten liegen noch 2 Stück. Da siehst du die? Also, unserer Meinung nach, der coolste Platz ist der hier. Ja, guck dir das mal an. Jetzt stell dir mal einen Herbststurm vor und du sitzt hier ganz entspannt mit dem Baileys-Kaffee drin und kannst deinen Kram hier machen. Also ich finde das total geil.
Das ist die Idee, ne? Ja. Super Kulisse. Aber erzähl noch mal ganz kurz, was hast du denn so? Was habt ihr denn jetzt noch mal so beschnattert, was ihr denn so eventuell machen wollt? Erstmal Bockwurstbrötchen, ne? Mhm. Die knießt so ein bisschen Waffeln. Das war halt eben auch nur so eine kleine Idee. Waffeln, Waffeleisen. Waffeleisen, genau. Die ersten Gäste. Genau. Die ersten Gäste. Hi. Hallo. Was wollt ihr haben? Tüte Luft? Ja, nee. Erstmal Käffchen. Ja, es ist leider Gottes noch geschlossen, aber es kommen halt ganz viele, genauso wie ihr, die sehr interessiert wären, jetzt hier eigentlich echt. Super Lage hier. Eine Runde rum, hier einkehren, ist doch perfekt. Guck, genau das meine ich, Sören. Da hätten sie schon wieder. Der Birne, ne? Sechs Leute, ja. Sieben, acht sogar. Die jetzt hier was mitnehmen würden. Hätte gepasst. Kurz vor sieben am Abend im Vogelpark Malo. Bei den Kias ist der Treffpunkt für die Schläfertour. Es war aber kein Kia, was hier eben so gerufen hat. War es das kleine Mädchen? Mhm. Ja? Habt ihr die Tour schon mal gemacht? Ja. Ach toll, und ich aber dachte. Nur wir okay, ich, noch nicht. Ich dachte, ich kann jetzt kommen mit so typische Tierpflegeaufgaben. Teich sauber machen, ne? Haken und Schrubben. Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht machen. Also, wir gehen durch vier verschiedene Stationen. Zwei Stationen sind Vögel, zwei Stationen sind Säugetiere. Und dann heißt es für uns, typische abendliche Aufgaben, Tiere abfüttern, Tiere einsperren. Habt ihr Lust? Ja? Ja. Gut. Okay, dann kommt einfach mal alle mit. Genau, guck mal, du kriegst auch einen eigenen Teller. Dann einmal hineinspazieren mit der ganzen Truppe. Wir haben schon eine Eule auf den Arm genommen. Na dann, ist ja ein Kea klein dagegen. Guck mal, was die Oma auf der Schulter hat. Keas sind Bergpapageien, erfahren die Gäste. Mögen Nüsse, sind total neugierig und verspielt. Das ist für die wie Schokolade oder Gummibärchen für uns. Das mögen sie einfach am liebsten. Und da fressen die dann auch am liebsten erstmal alles ordentlich raus. Und wie ist das so, wenn wir eine große Truppe hier haben? Hier wird natürlich auch gerne mal geklaut und geschaut, wo wir am ehesten was herholen. Ja. Und vor allem dem anderen weggenommen. Ja, genau. Willst du noch eine Nuss? Na ja, ne? Da kriegst du auch ein paar zurück. Guck, nimm die Teller schon mal wieder ab. Ui, vorsichtig. Keas muss man schützen, wissen Großeltern und Enkelkinder jetzt auch. Denn sie sind vom Aussterben bedroht. Und noch die Störche. Ich hab welche, die nicht hier sind. Welche denn? Koala. Oh, die sind süß, ja. Zur zweiten Station. Loris füttern. Das sind auch Papageien, nur kleinere. Hier sind noch eine Axt und eine Säge dran. Aber gefühlt die lautesten Tiere im ganzen Vogelpark. Wir waren ja eben bei den Keas. Was haben wir den Keas gefüttert? Nüsse und Sonnenblumenkern. Körner, genau. Und unsere Loris ernähren sich wie ein Kolibri von Blütennektar. Kräftig umrühren sollen die Kinder den Nektar. Genau, perfekt. Wie Teig umrühren. Super, perfekt. Und jetzt zum dritten. Ein spezielles Pulver ist das. Aufgefüllt mit warmem Wasser. Da sind alle Nährstoffe, die Loris brauchen, drin. Genau, mach das mal zu zweit. Das ist auch warm. Ja, schön, ne? So, einmal. Und dann machen wir beide auch noch mal. Genau, so. Dann haben wir noch ein paar Butterschalen. Oh, aber klar doch. So. Mal jetzt gucken bei den Katas, ob die müde sind. Ich hab's nur gehört. Da, springen sie doch. Ja. Genau, ja. Guck mal, die warten schon da oben in den Bäumen, um zu gucken, wann wir dann endlich kommen. Die kennen natürlich auch ihre Zeiten. Ganz nah dürfen sie an die Katas ran. Oh. Ausnahmsweise. Eben nur, weil sie die Schläfertour gebucht haben. Ganz normale Tagesgäste dürfen gar nicht hier rein. Und einmal zu Opa bitte. Dankeschön. Und die rufen ja lieb. Die beißt auf deinen Schwanz. Eine Delektin. Der macht den sauber. Und Katas machen Stinkkämpfe untereinander, um die Rangordnung festzustellen. Also um zu sagen, wer rang höher oder wer rang niedriger Schwanz ist. Nicht, sagt der. Das heißt, wenn die so einen Stinkkampf machen, dann nehmen die den Schwanz zwischen die Beine und reiben einmal ordentlich diesen Schwanz mit ihren Drüsen ein, setzen sich gegenüber von einem anderen Katter und fangen ganz kräftig an, damit zu hin und her zu wedeln. Und dann heißt es, der mehr stinkt, der ist vom Rang höher. Die möchten doch rein. Die möchten ins Bett, die sind müde.
Und was gehört beim Reinhören natürlich dazu? Katas hier. Okay. Genau. Jetzt müssen wir noch gucken, ob auch wirklich alle 15 Katas reingehen. Okay, und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und Nummer 15 braucht seine extra Einladung. Das ist Tenny. Tenny ist unser rangniedriges Tier. Die haben ja auch ranghohe Tiere. Und die entscheiden dann tatsächlich sozusagen, wann die hier rein dürfen. Und wir gucken uns jetzt mal in der Schale an, was unsere Katas alles so in ihrer Futterschale haben. Okay? Ich habe mich auf die Alpakas am meisten gefreut. Das Beste für Katja also zum Schluss. Der Alpaka-Abendspaziergang. Komm mit. Ach, Oma kriegt auch eins. Genau. Und Opa kriegt unseren Wildfang. Komm, Flora. Komm. Es ist inzwischen nach 20 Uhr. Fast 6 Stunden sind Oma und Opa mit den Enkelkindern durch den Vogelpark getobt. Na, wir machen jetzt die Tour, dann machen wir uns Bett fein, dann wird noch vorgelesen. Oh, und dann schlafen wir und warten, bis wir morgen früh so gegen 6 aufwachen und dann den Park noch mal unsicher machen können. Jetzt bringen sie die Enkelkinder ins Bett. Die haben bestimmt noch viel zu erzählen vom Campingabenteuer zwischen all den Tieren. Im Huffcamp schmeißen die Camper gerade ihre Grills an. Das riecht hier aber auch lecker. Ach, du bist das, Olli? Ja. Oh, darf ich nachher eine Wurst von dir schnorren? Bitte? Ja? Geil. Guten Appetit. Oh, da ist die nächste Wurst. Sehr gut. Moin. Das sind quasi jetzt so die freitagliche Abendsrunde. Vorabendliche Runde. So eine Runde machen wir im Endeffekt wirklich nur am Wochenende, weil Wochenende ist nun mal auch Kampfzeit, ne? So, und Wochenende kommen die ganzen Dauercamper dazu und all sowas, denn sind hier hinten auch überall Kids, ne? Und deswegen, ja, machen wir das am Wochenende denn schon durchaus mal, um einfach auch zu wissen, wenn was passiert, dann sind wir hoffentlich wenigstens nicht dran schuld, sagen wir mal so rum. Was abgesperrt ist, ist eben für Gäste tabu. Weil hängt ja so auch ein bisschen was dran, ne? Mal ein bisschen gucken, ob genug Gas da ist und all sowas, ne? Da ist leider schon zu. Die Wurst brennt an. Nee, ich hab keine Wurst mehr. Echt nicht? Ja, wie gesagt, da kriegen wir hin, aber keine mehr. Hm. Aber wir haben noch hier so noch. Da ist zu. Hier in der Rezeption ist der Laden. Aber Rezi samt Laden schließen um 18 Uhr. Okay. Guck, und schon wieder habe ich eine neue Aufgabe. Hast du eine? Nee, haben wir nicht. Tüte haben wir nicht. Ja, das ist noch eine gute Idee. Dann kriege ich wenigstens meinen Korb. Brötchen von heute früh hat seine Mutter noch übrig. Ja. Die waren zwar bestellt, aber niemand hat sie abgeholt. Das kam letztens schon super an. Ehe ich die wegschmeiß, gebe ich sie wieder weg. Zur Zeltwiese. Dort verteilt er die Brötchen immer zuerst. Gott, sehe ich jetzt eigentlich komisch aus? Hier Brötchen, hier Bier. Mit 15 Zelten ist die Zeltwiese am Wochenende wieder gut belegt. Da komme ich doch genau richtig. Mahlzeit. Darf ich euch kurz stören? Bitte? Wir wollen die immer nicht wegschmeißen. Sind von heute. Wollt ihr noch welche haben? Brötchen? Ja. Ja, gerne. Dann haut rein. 2 Stück reichen. Super. Danke euch. Schön ab noch. Tschüss. Oh, cool. Tausche Brötchen gegen Auto. Keine Brötchen. Das ist eine Menge dabei. 3. Braucht ihr noch Brötchen? Ja, gerne. Wollt ihr gerade nicht machen. Denn hier, sehr gerne. Rein. Dann nehme ich mal 2. Also, weil ihr wie die wegschmeißen. Ja, super. Ja, danke dir. Danke euch. Schön ab noch. Und ganz viele mögen noch mit dem Zelt rumreisen. Ich bin da raus. Ne? Und jetzt haben wir ja alles. Ich glaube, ich hatte ein Date beim Grill, ne? Soweit ich weiß. Das sieht doch mal nach einem Zeltplatz aus, ne? 10:10 in Kühlungsborn. Im Sommer steppt im Campingpark jedes Wochenende der Camper. Mal Disco, mal Liveband, manchmal sogar Festivals am Strand. Und wer von den Angestellten schon Feierabend hat, darf mitsteppen. Wenn hier was los ist, sind noch alle Mitarbeiter da. Noch bis 22 Uhr geht die Party. Dann ist auch im Campingpark Ruhe. Musikalisch jedenfalls. Thorsten Reinke startet seine erste Tour. Ja, ich bin jetzt hier in Goldberg
Und wir wollen jetzt heute bis Sternberg fahren. Und ich hatte gehofft, dass hier das Heimatmuseum, wo auch die Tourismusinfo ist, dass die geöffnet hat. Hat sie nicht. Da radelt ihm ein Einheimischer über den Weg. Moin. Der weiß Bescheid. Die Mitarbeiterin, die ist krankgeschrieben. Der Chef ist im Urlaub und die haben montags und dienstags immer geschlossen. Der Mann erklärt Thorsten den besten Weg zum Campingplatz. Knapp 50 Kilometer bis dorthin, bis hinter Sternberg. Bergrunter ist kein Problem für ihn und das 50-Kilo-Gespann. In Dobbertin rappelt's im Karton. Im Anhänger sind Campinggeschirr, Zahnbürste und Schlafsack. Hält ganz gut durch, aber ist wahnsinnig laut. Ich hoffe, dass da drin nicht alles durcheinander fliegt. Mit nur 6 km/h über Kopfsteinpflaster. Aber auf der B192 ein neuer Geschwindigkeitsrekord. 42 Sachen! Dann das. 10 Kilometer hinter Goldberg, bergauf, Regen. Nach wenigen Minuten sind die Klamotten durch. Aber es gibt kein Pardon. Weiter, weiter, weiter. Noch 15 Kilometer. Die Rezeption am Ziel ist nur noch eine Stunde besetzt. Gerade so geschafft. Mit seiner Mini-Variante findet er locker Platz zwischen den Großen. Hallo Nachbarn. Hallo. Ich habe ja hinten auch mal ein Campingmobil dabei und wollte fragen, ob mir jemand helfen kann mit dem Aufbau. Das mache ich. Na, und du hilfst auch mit? Und du hilfst auch mit? Es war ja so gedacht, dass das in 3 Minuten fertig ist. Das behauptet jedenfalls der Hersteller. Thorsten und sein Helfer legen los. Ingenieur zufällig? Auch nicht. Nein, sind ja 2 Experten. Aber sein Helfer ist seit Jahren Camper. Und das eigene Vorzelt baut er auch jede Saison neu auf. 18.52 Uhr. Wir haben 18.42 Uhr angefangen. Puh, Druck, Druck, Druck. Wenn Sie es schon nicht in 3 Minuten schaffen, wollen Sie doch wenigstens unter 30 bleiben. Das klappt. Nach 17 Minuten steht das Campingmobil. Ja, ja. Mehr als gut. Sensationell. Das Fahrrad oder was das für ein Gefühl ist. Ja, es ist auch für bis 100 Kilo. 50 Kilometer radeln macht hungrig. Mein Fahrrad, mein Zelt, meine Bratwurst. Er ist gespannt auf die erste Nacht. Die Nachbarn haben ihn jedenfalls schon vor Mücken gewarnt. Hochsommer im Huffcamp. Mittlerweile gibt es sogar eine Warteliste für Dauercampingplätze. Der nächste Supermarkt ist 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Guten Morgen. Eine Rezi mit Minimarkt gab es unter dem alten Betreiber auch noch nicht. Ohne Kaffee geht schon mal gar nichts. Unser neuer Kühlschrank ist gekommen. Das ist unser ganzer neuer Stolz. Ne? Getränke sind jetzt, wir haben eigentlich, glaube ich, auch mittlerweile ein Sortiment, so halbwegs alles da. Was der Camper so braucht, Wahnsinn, was der eigentlich so braucht, ist mir gar nicht so aufgefallen in den letzten Jahren. Ne? Bestseller zum Beispiel, unser Campinghammer. Also klar, zum Heringe reinhauen, ne? Also nicht den Fisch, sondern den, ne? Stahlhering. Wir sind die Einzigen, die so einen Haken da dran haben zum wieder rausziehen. Finden die alle total super. Kaufen sie uns weg hier ohne Ende. Ist wie es ist, ne? Aus ganz Deutschland, Österreich und Holland reisen die Gäste an. Endlich in Schrittgeschwindigkeit. Wie schön Sie alle hier, ne? Bist du stolz jetzt? Ich freue mich. Ja. So sind wir aber immer reingerast. Ja. Geflogen. Sind die im Tiefflug wie ein Düsenjäger. Und immer wenn dann die Kinder hier hinter der Rezi vorkamen, war schon 2-3 Mal fast ein Kind weg. Und dann haben wir seit gestern einen Bremshügel aufgeschraubt. Und seitdem freut sich die Rezi immer, dass die hier alle schön reingucken und grinsen und so. Ich muss, glaube ich, mal rum. Ne? Ist ganz gut. Hilft. Na, ich habe ja erst hier gewohnt, aber das habe ich jetzt weitergegeben, meine Mutti. Und ich wohne jetzt hier. Ja, und gerade ist ja Männerhaushalt, ne? Meine 4 Mädels sind in Urlaub geflogen. Nach Mallorca. Gehe ich halt immer morgens da runter zum Strand. Schön einmal eine Runde schwimmen. Also das geht jetzt auch auf. Das ist super. Ne? Und dann beginnt der Tag. Insofern
genieße ich es. Ob das jetzt denn, ne, ob die meisten Leute das denn als Freizeit sehen oder wie auch immer, das mag mal dahingestellt sein. Aber für mich ist das halt, oder auch, muss ich mal sagen, für meine Frau und auch für meine Kinder, wir sind langsam angekommen. Hier bauen die Kinder gerade. Ne? Hier sitze und stehe ich abends oft. Da die Boote, da geht die Sonne unter. Und ab und zu ist auch mal Windstill. Ja, Charlie? Die fahren hier nicht Schrittgeschwindigkeit, beschwert er sich. Die Brumse da hinten, das staubt dermaßen hier, wenn die runterfahren. Da hält sich keiner an den Kehr. Das sieht ja keiner als Schild, weil da jeder vorsteht. Wenn ich mal ich mal eins denn hier. Weißt du doch, Charlie, alles, was positiv hier ist, macht. Ja. Charlie ist ein Urgestein, was den Zeltplatz hier angeht und ehemals DDR-Tischtennismeister. Nächste Woche kommt sein Kumpel Peter. Dann hat er endlich einen adäquaten Gegner hier wieder. Und dann spielen die hier den ganzen Tag immer Tischtennis. Trinken nebenbei zwei Flaschen Rotwein und dann freuen sie sich ihres Lebens. Werden nebenbei braun. Guck, jetzt legt er los. Runter, flexen. Runter in die Knie, rechts und links. Ja? Du kannst es doch auf Ehenbein machen, ja, hier. Ja, naja, ein bisschen locker, Jungs, hier. Ne? Hoch hier, ja, so. Charlie ist 80. Also chinesisch jetzt, oder was? Jawohl, ran. Immer zum Ball hinbewegen. Immer hinbewegen. Und nicht ja. Ganz anders als im Huffcamp. Die Gästebespaßung im Campingpark Kühlungsborn. So, was geht ab? Hi, herzlich willkommen. Manika und Martin hier. Und zwar, wir haben eine kleine Wette am Laufen, eine kleine Challenge. Vielleicht kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du denkst, wer besser ist. Und zwar, wir beide wetten um ein Eis. Und das Eis werden wir uns nachher richtig gönnen. Wer besser Dart werfen kann. Wir haben gerade Dart gehabt auf der Animation. Und deswegen haben wir hier ein paar Dartpfeile und werfen mal auf die Scheibe. Wer besser ist, gewinnt. Und wer schlechter ist, muss das Eis bezahlen. Okay? Ich weiß gar nicht, wie man sich hinstellt. Ja. So? Ihre TikTok-Fangemeinde dürfen Martin und Malika schließlich auch nicht vernachlässigen. Okay, und los. 13 Punkte, wow, nicht schlecht. Und mit einer neuen Challenge bei Laune halten. Nein. Ha, ich würde mal sagen, ich habe das Eis gewonnen. Oh nein, ich wollte auf die 20 werfen. Die Malika hat 13 Punkte geworfen, ich habe 0 geworfen. Ich wollte auf die 20 werfen. Das heißt, du hast das Eis gewonnen. Hast du dir verdient? Ja. Und dann gehen wir gleich Eis essen. Vorher noch schnell zu den neuen Zeltgästen. Die fragen nach dem Freizeitangebot. Moin Jungs und Mädels, hallo. Na, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Ja, gut. Vielleicht sieht man sich ja dann. Ja? Genau, nachher mit dem Speedboot ja, vielleicht nochmal fahren. Wie lange haben die offen? Die Animation? Das Fitnessstudio hat ungefähr heute bis 17 Uhr auf. Kostet glaube ich 5 Euro pro Person. Also kann ich nur empfehlen, ist richtig gut. Ja. Wir trainieren da auch viel. Und ja, ist ganz schick. Oh, ist schon schön, ne, mit den Pflanzen hier. Mhm. Auch Martin und Malika wohnen im Moment auf dem Campingplatz. Cool. Perfekt für die beiden. Ein kurzer Arbeitsweg. Schön. Ich hatte tatsächlich gar nicht so eine große Wohnung in Hamburg, eine Einraumwohnung. Und Martin hat in einer WG gewohnt und von daher war das gar nicht räumlich so eine große Veränderung. Es reicht auch komplett für zwei Leute. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir sind den ganzen Tag draußen mit den Gästen, mit den Kindern unterwegs und zu Hause ist schon gemütlich. Hier ist ganz gut, ne? Ja. Gut, wir arbeiten das mal so. Frauenkraft, und mal gucken, wer stärker ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich habe das immer gemocht, wenn auf der Straße immer die ganzen Kiddies kommen und so, wir zusammen immer irgendwelche Projekte verwirklicht haben. Und dann ist halt der TikTok der große Hype gekommen, sind wir auf TikTok rübergegangen oder ich auf TikTok rübergegangen. Und ja, es ist schön hier im Park die Anerkennung zu sehen, weil die Kiddies kennen einen. Also du kommst hier, hey, du bist doch der von TikTok. Heute klettern wir mal um die Wette hoch und wer zuerst oben ist, der hat gewonnen und der Verlierer muss den anderen Eis ausgeben, oder? Okay, let's go. 3, ja. 2, 1, los! Eine 250.000 Follower hat Martin bei TikTok. Vorher war er auf YouTube aktiv. Tada, der König der Welt! Ein alter Hase auf Social Media. Für seine Freundin Malika ist das alles neu. 4, ui, ich glaube, ich habe Eis gewonnen. 5, 6, sehr gut. Okay, perfekt, super, jawohl. Ich frag sie ja vorher und sie hat ja eigentlich Lust drauf. Also hoffe ich zumindest, du hast auch Lust drauf, oder? Ja, sie hat Lust drauf, das ist schön. Also den Leuten gefällt es im Internet, uns gefällt es. Und es ist ja auch irgendwie schön, sich das wieder angucken zu können. Weißt du, jetzt wir haben auf der Couch, guck mal, das war ja witzig. Und dann lacht man zusammen, ist auch schön. Wir sind ein bisschen ein außergewöhnliches Paar, aber wir haben ein aufregendes Leben, würde ich sagen. Das Huffcamp liegt direkt an einem Bade- und Surfparadies. Gehst du surfen? Ja. Gott sei Dank. Das
ist eine des schönsten Wassersportgelände, was es hier an der Ostsee gibt. Wir können an alle vier Windrichtungen surfen. Charlie kommt aus Berlin. Seit der Öffnung, seit dem 1. April, ist er kaum zu Hause gewesen. So ist das Leben denn immer? Windstärke 4. Zum Windsurfen fast zu schwach. Der Surfer, der trinkt seinen Rick komplett drin und raus. Ja. Die Ehre des Surfers. Mit dem Surfen hat Charlie erst hier auf dem Salzhaf angefangen. Die Kitesurfer brauchen nicht so viel Wind. Für die ist er zum Üben heute ideal. Wenn der Wind kräftiger ist, macht Charlie richtig Strecke auf dem Wasser. Ich war schon bis Timmendorfer Strand, 40 Kilometer lang hier. Also wunderschön. Ja, könnte ruhig ein bisschen stärker sein, dann macht es mehr Spaß. Wenn der Druck in See jetzt stabil ist, ja, dann kämpft man und dann weiß man, jetzt ist okay. Guten Appetit. Seine Parzellennachbarn haben ihn wieder zum Abendessen eingeladen. Dann heißt es immer, komm mal her, mein Junge, du bist so ausgemergelt. Alles gut. Ja. Hier, guck mal. Kann ich. Hau rein, Christoph. Ja. Hab ich heute gekriegt. Mit seinem Strand. Nee. Ah, ja. Ist nicht süß. Die Kleinste. Oh, die ist auch echt drollig, ne? Ja, guck mal rein. Thea ist schon so erwachsen, ne? Also wird jetzt im August 12. Ne? Und die mittlere. Und wie schön die das mit den Zähnen wegkaschieren kann, ne? Man sieht's gar nicht. Ja, und schon ist man wieder ein bisschen glücklich, weil man sie mal gesehen hat. Mhm. Eine Woche noch. Dann ist seine Familie wieder hier. In die Gegend hat sich Christoph schon als Kind verliebt. Schon damals hat er mit seinen Eltern immer Campingurlaub am Salzhaf gemacht. Ja. 1,90 Meter lang und 60 cm breit ist seine Campingkiste. Oh, wie viel haben wir es denn? Oh, 37. Oh. Ja, wie war die erste Nacht? Er hat eine kleine Moskito-Party hier und hinten ist ein bisschen beengt. Aber ansonsten top. Der Campingplatz am Groß-Labenzer See hat sogar einen Minimarkt. Moin. Guten Morgen. Ich hatte für mein Team und mich 6 Brötchen bestellt, selbst dunkle. Ich wohne hier in Kleinerbenz und bin nach 36 Jahren wieder in die alte Arbeitsstelle zurückgekommen. Nee, das gibt's ja nicht. Wo haben Sie denn gearbeitet? Hier oben, im FDGB-Hand in den 90er Jahren. Also 1990 wurde es dazu gemacht, zu DDR-Zeiten. Gibt es denn hier auch einen Tipp, was man machen könnte, wo man hinfahren könnte? Einmal der Bronzene Hirsch, der ist ungefähr 7 Kilometer. Das ist hier bei Friedrichswalde. Gleich nach dem Frühstück macht sich Thorsten Reinke also auf die Suche nach dem Hirsch. Ich glaube, es geht da lang. Der 50-Kilo-Anhänger schiebt. 10% Gefälle. Wurzeln überall im Boden. Nächstes Hindernis. Wasser links und rechts und nur 10 cm Spiel. Für die 7 Kilometer bis zum Hirsch braucht Thorsten 1,5 Stunden. Guck mal, da sind wir beim Bronzene Hirsch. Ja, ja. Das ist mein Verkaufsstand. Hier gibt es jetzt keine Getränke gleich. Ja, super. Auch Touristen aus Wuppertal haben die Skulptur entdeckt. Wahnsinn, das hat sich so voll gelohnt. Vor 110 Jahren wurde die Grabstätte hier im Wald errichtet. Für einen Kaufmann aus Berlin, der eigentlich nur zum Jagen nach Friedrichswalde kam. Weiter geht's. Wieder 7 Kilometer, diesmal Richtung Nordosten. Das Ziel, die Kunstkirche Eichelberg. Dort hat eine Kunstfreundin gerade ein Kunstwerk gekauft. Und der Untergrund sind alte Ofendeckel. Die Herde früher hatten doch solche zuklappbaren Deckel. Darf ich mal anfassen? Ja, natürlich. Wir können es auch mal abnehmen. Oder, ja. Und darauf emailliert Stefan Albrecht diese Bilder. Und das finde ich auch eine tolle Verwendung dieser alten Herde. Und was hat das jetzt gekostet? Ja, das kann ich sagen. 480 Euro. Der Deckel soll sogar auf den eigenen Herd, verrät sie Thorsten noch. Weil es schon so spät ist,
Bald 18 Uhr radelt er lieber auf den Labenzer Campingplatz zurück. Bestes Wetter für eine kleine Bootstour auf dem Salzhaff. Christos Familie ist endlich wieder zurück. Mein kleiner Bruder. Seine Mädels haben sich einen ganz speziellen Bootsausflug gewünscht. So, jetzt muss ich hier natürlich immer ein bisschen nach dem Wind gucken. Ich denke, dass ich jetzt noch ein bisschen schneller gehen muss, aber er muss wieder drehen. Und dann hole ich Flipper immer für die Damen ran ans Land, damit die kein nasses Höschen kriegen. Weil hier wird man vollgeschnattert und all sowas. Und um wirklich mal Ruhe zu haben, auch mit der Familie, rauf aufs Boot, rausgefahren, da kann keiner kommen. Und das ist manchmal auch ganz cool. Gleich als allererstes immer wieder, Mädels, die Regeln, die drei. Wer kennt sie? Tja? Immer eine Hand am Boot, nicht übers Boot lehnen. Und die wichtigste Regel wirklich, wenn ihr runterfallen solltet oder sowas, nicht panisch werden, ihr habt alle eine Weste gleich an. Im Wasser bleiben, wir drehen um und kommen ran. Zwei seiner Töchter und die Mädchengang vom Platz wollen mit der Badeinsel übers Haff toben. Hier ist halt auch der Strand, hier lang liegen die Robben dann auch immer und machen eigentlich eine entspannte Runde halt, ne? Gut. So, dann mach ich mal den Motor aber aus. Hier draußen stören sie niemanden. Los geht's. Für die ersten drei. Hä? So, ordentlich hinlegen. Okay. Lotti, auch schon eine fast Alleskönnerin. Da musst du dich ordentlich festhalten, sonst fliegst du runter, ne? Gutes Krafttraining. Zum Abendbrot gibt's wieder was Schnelles. Christoph hat ursprünglich Koch gelernt. Schöne Hausmannskosten. Aber nie als Koch gearbeitet. Erasco, würde ich sagen. Das ist ein guter Freund von uns. Ein Kochkumpel. Ich glaube, es ist Erasco. Und das Gute ist, wir verfeinern auch nichts und so, sondern wir essen das auch so. Das ist in Ordnung. Oder? Schmeckt doch, ne? Ja. Wisst ihr? Also wir haben uns ja eigentlich ganz gut eingelebt. Sozusagen ist das unser zweites Zuhause. Nur manchmal ist hier die Stimmung etwas mieselig. Naja, manchmal ist Papa halt sehr genervt und dann verbreitet sich das über den Campingplatz so ein bisschen immer. Und auch das gehört beim richtigen Campinghausmann dazu, ne? Abwaschen. Da kann man so schön bei entspannen. Im Güstrower Wildpark, mitten im Wolfsgehege, steht eine Hütte. Die kann man über Nacht mieten. So, und das ist jetzt die obere Absperrung. So. Die Camper sind noch nicht da. Barbara Keck vom Wildpark muss die Hütte sowieso erst noch putzen. Aber erst mal den Durchgang dahin dicht machen. Denn der Wildpark hat jetzt noch ganz normal für Besucher geöffnet. Damit nicht ungebetene Gäste mit dabei sind und vielleicht nachher für unsere Gäste das Gegrillte wegfuttern. In den Ferien ist die Hütte fast immer ausgebucht. Sie selbst hat noch nie hier übernachtet. Sie würde gern, ihre Enkel aber nicht. Und allein macht es keinen Spaß. So, das ist jetzt sozusagen unser Vorrats- oder Bereitstellungsraum. Na, die Kiste, die trage ich nachher erst hoch. Und das kommt nachher auch hoch. Und dann hier ist der Picknickkorb, wo dann das Geschirr und alles drin ist. Na?
Aber erstmal geht's jetzt ans Kern. 5-Sterne-Deluxe mit Wellnessprogramm ist hier nicht. Die Toilette sogar ein paar Meter von der Hütte weg. Fließend Wasser gibt's auch nicht. Na, das Wasser wird hier auch bereitgestellt, weil wir hier keinen Anschluss haben. Die Gäste schlafen hier auf Stroh. Darüber hat Barbara Keck ein derbes Jutelaken gezogen, damit es auch tierisch gemütlich wird. So, und hier hat sich unser Siebenschläfer wieder schön breit gemacht. Der läuft überall rum. Und deswegen wird das auch alles nochmal desinfiziert. Und dann wissen auch die Gäste, warum sie dann ihr Essen und so weiter nicht offen stehen lassen sollen. Auch ich finde, das ist schon ein Erlebnis. Und vor allen Dingen, wenn der Siebenschläfer kommt, das ist für viele das Erlebnis. Neben den Wölfen natürlich. Trockenes Holz hat sie auch bereitgelegt fürs Lagerfeuer. Zum Schluss noch Deko und Verbandskasten. Ja, also dass ein bisschen was da ist, falls sich jemand doch meine kleine Verletzung holt. Na, bis jetzt hatten wir es noch nicht, aber sicher ist sicher. 2 Nächte am Großlabenzer See reichen. Heute will Thorsten Reinke den Campingplatz wechseln. Kleinlabenz, da starten wir. Dann über Warin, Bibo, Zarensdorf, Brühl, Weitendorf, Sternberg. Heute unsere Strecke mit aller Kraft. Kraft will er tanken mit Eiweiß. Da kommt ihm dieser Bauernhof in Niesbühl wie gerufen. Schließlich ist er insgesamt schon 110 Kilometer gefahren. So. 57 bekomme ich denn. Wie viel? 57. Ja. Ja, das macht der Kameramann. Nimm das mal entgegen. Kameramann, hier, nimm mal den Honig. Ja, machen Sie 8 bitte. Danke. Darf ich Sie noch was fragen? Verkaufen Sie auch die Töpfe dahin? Ja. Ah ja, okay. Das ist für den Flohmarkt, ja? Das ist für den Flohmarkt, ja. Okay. Ja, ganz interessant aus. Kann man mal, guck mal, den hier oder den hier? Den hier? Ja oder nein? Den anderen. Welchen anderen? Den. Was kostet denn das gute Stück? 4 Euro. 3? Ja. Ja? Ja. Flohmarkt, ne? Musst du immer handeln. 30 Kilometer will er heute insgesamt radeln. Nach dem Flohmarkt-Schnäppchen wird es adelig. Ein Schlossbesuch in Hasenwinkel steht auf Thorsten Reinkes Programm. 3 Biker und deren Maschinen lenken ihn aber erstmal vom Schlossbesuch ab. Was, dreht ihr einen Film oder was? Ja, wir drehen einen Film. Ja? Ja, ja, wir drehen einen Film über die schönsten Maschinen am Ort, nämlich meinen Campingmobil. Nee, ja. Nee, das sind die schönsten Maschinen hier. Ja? Die müsst ihr mal drehen. Das ist ja echt ein Schopper. Sieht ganz gut aus. Wir tauschen. Nee. Ich habe auch noch Honig zu bieten und 10 Eier. Und den Topf. Aber mit Honig und Eiern und dem Topf ist da nichts zu machen. Und bald sind auch die Rocker mit ihren Bikes wieder unterwegs. Thorsten radelt nach Neuhof, zur nächsten Attraktion. Ein Kunstprojekt, wie ihm der Hauseigentümer erzählt. Die Corona-Zeit hat der Österreicher genutzt, um einen Theatersaal einzubauen. 6.000 Arbeitsstunden durch den Kulturverein stecken da drin. Ah, okay. Die Frau des Bürgermeisters ist Schneidermeisterin und die hat die Vorhänge genäht. Ehrenamtlich natürlich. Im September soll es hier wieder Konzerte und Theatervorstellungen geben. Am Sternberger See verwandelt Thorsten Reinke seine Campingkiste wieder in ein Zelt. Und morgen, echt Hammer, tourt er durch die Stadt. Gute Nacht. Die Gäste sind gerade im Wolfsgehege angekommen. 4 junge Leute aus Leipzig. Alle studieren sie dort. Willkommen bei den Wölfen. Hier ist ihr Grill. Den können sie in unterschiedlichen Höhen einstellen. Na? Und da können sie auch gerne ihr Feuer machen. Ja, dann gehen wir in die Hütte, ne? Ja. Wir haben nämlich einen Mitbewohner hier. Hoffentlich kein Wolf. Wolf im Minifomat und heißt Siebenschläfer.
Na? Ich glaube, ich schlafe dann oben. Da rennt doch noch mehr rum. Ach so, ja. Da rennt doch noch mehr rum. Schnicken wir da rum, wer okay. Unten schläft. Also ich würde halt tatsächlich freiwillig oben schlafen. Okay. Ja, dann, also der Siebenschläfer, der flitzt überall rum. Ich glaube, ich mache meinen Schlafsack jetzt noch nicht auf, weil der Siebenschläfer geht ja. Zwei Pärchen sind's, die hier heute übernachten. Stimmt. Stimmt. Wir haben das tatsächlich geschenkt bekommen von den Eltern von den beiden, das sind Brüder. Und das haben wir zu Weihnachten sozusagen geschenkt bekommen als ja, cooles Erlebnis gemeinsam. Kommen die Wölfe denn erfahrungsgemäß auch relativ nah ran? Ja, wir können ja mal gucken noch. So. Manchmal jagen die sich hier überall. Die haben ja auch das Gelände, also bis da hinten geht das noch. Ja, wie gesagt, dann viel Spaß, ne? Vielen Dank. Dankeschön. Lass uns erstmal alles holen. Den Proviant haben sie noch im Auto. Für die eine Nacht. Man muss halt auch ehrlich sagen, ich glaube, die Mutti hat es echt gut gemeint mit dem Essen. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie leer bekommen. Drei verschiedene Salate, reichlich Brot, Gemüse, Grillgut, Wein und Wasser. Vier Körbe, randvoll. Ich glaube, das wird heute all you can eat. Am frühen Morgen sind sie in Leipzig gestartet, waren den ganzen Tag unterwegs und haben Hunger. Ausgerechnet jetzt, wo sie den Grill anschmeißen, fängt es an zu regnen. Vielleicht bringt ja irgendwas der Regen heute Abend noch, dass die Wölfe da irgendwie angeregt sind, vielleicht doch noch bei uns zu Besuch zu kommen. Wer weiß es. So zu viert waren sie noch nie zusammen unterwegs. Also in der Konstellation auf jeden Fall das erste Mal. Aber ich weiß nicht, unsere Mutter ist immer so ein bisschen so drauf, dass sie lieber Erlebnisse verschenkt, als dann irgendwelche Geldgeschenke oder irgendwas Materielles. Von April bis jetzt, Anfang Oktober, kann man in der Hütte übernachten. Hier ist noch Soße. Paprikasoße. Die vier sind die letzten in dieser Saison. Soll ich gleich mal ein bisschen einschenken? Ja. Okay. Cheers. 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 Auf einen schönen Cheers. Abend, vielleicht mit Wölfen und ohne sie. Ja. Ja. Das wär's. Prost. Im Herbst endet auch im Huffcamp die erste Saison. Na, kleiner Maxe? Mach mal nicht immer so ein Schmollgesicht. Du kannst schon genervt gucken wie eine Erwachsene, ne? Zum Saisonende endlich der Test, ob die Busbar läuft. Heute haben wir noch Live-Musik. Ehrlich? Ja. Mein Vati kommt so gegen 14:30. Keine Ahnung, wird sich denn irgendwo hier hinsetzen, nehme ich mal an. Und dann macht er, glaube ich, so 2 Stunden, hat er gesagt, ein bisschen... Dauercamper Sören ist eigentlich gelernter Tiefbauer. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Gar nicht. Das war mal eine spontane Idee beim Bierchen trinken, wo wir gesessen haben. Und dann, ach egal, komm, ziehen wir durch. Gucken, ich denke mal, das wird. Heute muss Christoph das Waschhaus putzen. Ron hat Urlaub. Der muss ja auch mal frei haben. Wir sind zufrieden. Er ist, glaube ich, glücklich. Warte mal, ich sehe nicht durch bei den Geräten. Mann, wie war denn das jetzt nochmal? Das ist nicht nur sauber, sondern gepflegt. Sagen die Gäste. Und gepflegt ist ja immer schon mal sehr gut. Und der Druckarbeit macht doch Spaß. Also die Brötchen reißen oder hast du auch noch ein paar Brötchen auf Lager? Ich zahle noch eine Wurst. Der Bratwurstduft lockt schnell die Campinggäste an. Ich versuche mich nachher zu beeilen. Alles gut. Bitte? Sie kommt gleich wieder. Eine Saison nur. Und schon ist eine richtige Gemeinschaft entstanden. Wir haben das eigentlich so richtig schön vermisst. Ja gut, die alten Sachen sind immer eingeschlafen, es war immer weniger und es ist einfach wieder ein neues Leben drin und man trifft sich wieder anders zusammen. Das ist richtig toll. Alle Aufgaben erledigt. Jetzt kann auch Christoph mitfeiern. Sitzen Sie beide hier, ganz entspannt, super. Na, ihr beiden?
Und du hast auf Malle immer nur im Hotel gesessen, oder wann? Naja, so braun bist du jetzt nicht geworden. Bewertet wurde sein Campingplatz vom ADAC übrigens auch schon. Mit 3,5 Sternen von 5. Nicht schlecht für den Anfang, findet Christoph. Aber da ist noch Luft nach oben. Ihre Hütte steht mitten im Wolfsgehege. Zum Glück durch einen Zaun vom Wolfsrudel getrennt. Ich hatte auf Instagram mal so ein Bild gesehen oder so ein Video. Und da war so eine ganz große Glasscheibe. Und dann saß sie da davor so mit ihrer Kuscheldecke auf so einem Teppich und hat so, die Wölfe waren hinter der Glasscheibe. Und so habe ich mir das vorgestellt, so ein bisschen romantisiert. Aber ich finde es so auch schön. So ist es halt ein bisschen naturnah. Ja. Es dämmert schon. Wenn sie fertig sind mit dem Essen, ist es bestimmt dunkel. Da kommen die Wölfe hoffentlich raus. 8 leben hier im Gehege, hat ihnen die Mitarbeiterin erzählt. Wölfe sind ja nachtaktiv. Hoffentlich die im Wildpark auch. Ich habe vielleicht gedacht, da, wo wir die Fawns gesehen haben, aber ich sehe da zumindest nichts. Da ist einer. Da. Ah ja. Und noch einer. Und noch ganz viele. Keine Ahnung, die sind auch echt viel größer, als ich mir die vorgestellt habe. Und so im Dunkeln, wenn man auch nicht so richtig sehen kann, wo die Gefahr ist. Schon ein bisschen gruselig. Nachts im Tierpark eingesperrt zu sein. Wann kommt man mal so nah an Wölfe ran? Mega cool. Übrigens, Besuch vom Siebenschläfer bekommen die jungen Leute in dieser Nacht nicht. Nein, natürlich nicht. Der halbe Campingplatz ist belegt. Gut, ich bin fit. Kommst du auch mit, Zarte? Ja, ich würde jetzt einmal trotzdem gerne kurz gucken wollen, bitte, was die Freiwillige Feuerwehr. Na, dann geh du, Freiwillige Feuerwehr. Die nehmen ja auch immer gerne mal andere Sachen mit. Ja, und es ist wieder April. Christoph genießt das Campingleben mit der ganzen Familie. Seine zweite Saison im Huffcamp beginnt. Lotti, wo willst du mit? Bei Papa? 5 Monate war der Campingplatz zu. Geht los. Und das diesmal sogar mit Campern. Ne? Also, letztes Jahr war ja noch nicht so. Da hatten wir, wenn man mal ehrlich ist, ja, jetzt noch keine Tagesgäste. Und heute, also auch zu Ostern schon, auf einmal über 70. Das war schon sehr, sehr cool, muss ich mal sagen. Sogar Leute mit Gigalinern, mit 400.000 Euro teuren Wohnmobilen waren schon hier, erzählt Christoph stolz. Oh, Hilchi! Das Naturbelassene fanden die so schön. Es ist Wochenende, auch für Christoph. Guten Morgen. Aber so richtig abschalten kann er auf dem Platz nicht. Eigentlich habe ich ja frei. Also A, deswegen erstmal Müll wegbringen. B, denn ja Campingzelte, Plätze aussuchen und so. Feuerwehr kontrollieren. Und natürlich mal ein bisschen gucken, was die Jungs denn so machen, wenn der Chef mal nicht da ist. Ist ja auch mal ganz interessant, ne? Die Jugendfeuerwehr von Stowe sammelt wieder Schrott. Habt ihr eine Flex mit? Ja. Weil das passt ja nicht auf dem Hänger rauf, glaube ich, die Lampen, ne? Die haben wir schon durch. Ach, echt? Ja. Wir sammeln für die hier auf unserem Platz immer unseren Müll zusammen und dann kommen die hierher und dann können die sich das einsammeln und damit dann, keine Ahnung, neue Jacken kaufen oder Hosen oder mal einen Ausflug finanzieren oder irgendwie sowas halt, ne? Und da unterstützen wir die Feuerwehr, muss man mal ehrlich sagen, gerne. Weil wenn es denn mal brennt, unterstützen die uns hoffentlich auch tatkräftig. Ist eine Win-Win-Situation, bin ich der Meinung. Aber danke, dass ihr das denn hier so schnell und gut beräumt habt. Ja, super. Wir danken dir. Ne? Finde ich sehr gut. Im Namen der Jugendfeuerwehr. In den Wintermonaten haben Christoph und seine Leute 18 neue Dauerstellplätze eingerichtet. Guten Morgen. Das sind jetzt hier auch Dauercamper, ja. 70 Plätze für Tagesgäste und noch ein Waschhaus gebaut.
Dann haben wir hier unseren Aussichtshügel mit Aussichtsbank neu und ab, wenn ich richtig liege, diesem Jahr sogar, ne, gibt es Huffcamp Honig. Da hinten haben wir nämlich zwei Bienenvölker stehen. Willst du mal zeigen? Hinter dem Hügel ist das. Na los, komm, ich war da ja auch noch nie. Im Hofladen in der Rezi will er den verkaufen. Unsere Gäste stehen einfach wirklich draus. Auch, hört sich jetzt doof an, aber auch ein Bier aus der Region hier zu trinken oder Eier zum Beispiel haben wir hier direkt vom Bauern nebenan. Marmelade, Honig, Säfte haben wir. Doch, doch, da stehen die Leute drauf. Das finden die gut. Ja. Ach, guck, da stehen sie. Genau. Hab ich auch noch nicht gewusst, dass es Bienen in Styroporboxen gibt. Statt Animation, Bienenshow im Sommer. Ron sagt, den Bienen ist noch zu kalt. Unseren Reinigungsron kennt ihr auch schon. Ja. Der ist gleichzeitig der Imker. Na, dann können die Leute da oben sitzen und dann holt er die Waben raus. Also um Bienen muss man sich kümmern. Wusste ich auch vorher nicht. Ich dachte, die setzen und dann machen die Honig und fertig. Aber nein, um Bienen muss man sich kümmern. Da muss man jeden Sonntag mal gucken und dann. Aber guck mal da, ist interessant. Die fliegen gerade echt rein. Ich habe Ron gesagt, ich will das mal sehen, wenn er dabei ist. Aber gerade sagt er, es ist noch nicht. So haben wir jetzt auch Bienen. Alles, was fliegt, ne? Kann man denn hier bei uns begutachten? Und immerhin sind Bienen ja sehr wichtig. Frühstück am Sternberger See. Da ihm der Kocher fehlt, kommt das Rührei einfach auf den Grill. Und gut geschlafen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ist ja inzwischen schon meine dritte Nacht. Also ja. Ich habe jetzt 12 Mückenstiche insgesamt. Aha. Ansonsten, das wird super schön. Ja, ja. Super schön. Das ist auch unser Grundsatz hier. Er ist der Kajakverleiher vom Campingplatz. Kurze Einweisung für Thorsten Reinke. Denn der will mal was für seine Arme tun. Und lenken im Prinzip immer, indem ich hier mich stärker mache. Kein Ruckeln und Holpern. Einfach dahingleiten. Thorsten genießt seine Paddeltour. Zur Mittagszeit steigt er wieder aufs Rad. Die Kunstszene von Sternberg will er kennenlernen. Jetzt wird's cool, da setze ich die Mütze mal andersrum. Moin. Was wird's denn? Genau das, was, welches von diesen Motiven? Das wird jetzt hier ein britischer Junge. Okay, ist das vom Foto einfach? Das oder? Ist aus dem Film, ein Screenshot aus dem Film. Ich habe freie Kunst studiert, also Malerei, weil ich auch Ölmalerei mache und auch also alles, was von Farben rauskommt. Und das mache ich so zum Broterwerb, damit ich nicht von meiner Malerei leben muss. Also okay. Weil ich keine Lust habe auf Kunstszene, Galerien und Sekt und Kaviar. Sekt und Kaviar ist auch für Thorsten kein Thema. Auf dem Marktplatz soll es die größten Eisbomben Sternbergs geben. Gleich neben der Stadtkirche. Oh, Sternberg ist doch echt nett. Hier in der Stadtkirche wurde übrigens 1549 die Reformation in Mecklenburg eingeführt, liest er im Vorbeifahren. Drei Kugeln für den Papa und nur zwei für die Tochter. Der Papa ist groß, da passt mir rein. Und was haben Sie gewählt? Ich habe Orange und Mandarine, ja. Vanille und Waldbeere. Prost. Prost. Anstoßen, weil Sie auch Eis mit Eierlikör in der Waffel haben. Zumindest die Erwachsenen. Und dann fährt Thorsten weiter Richtung Bützow. Um 18 Uhr endet dort seine Tour. Die Akkus haben durchgehalten und hatten am Tagesende meist noch 20%. 153,59 Kilometer sind wir gefahren und im Schnitt, ich habe mal einen Tag rausgesucht, 3508 Kalorien trotz E-Bike. Also es ist nicht nur wunderschön, sondern es lohnt sich auch hierfür diese Tour. Für ihn war die Tour mit der Schlafkiste, wie er sie nennt, ein Abenteuer, das ihm großen Spaß gemacht hat. Ja. Guck mal, die haben sogar schon auf. So. Schild steht doch da, hier. Warte, ich unterstütze dich. Neue Saison im Huffcamp, neue Busbar-Belegschaft. Bockwurst und Brötchen im Angebot waren einfach zu wenig, sagt Christoph. Die Terrasse wollen sie noch aufhübschen. Um solche Aufgaben reißt sich Lotti regelrecht. Lampignons soll ich im Baum da aufhängen. Genau. Darf ich mich da raushalten? Ja, ne? Ja. Ihr macht das, ne? So, pass auf, Lotti. Ja. Das da rein und dann festziehen. Okay, das kriege ich hin. Ja. Also hier so. An dem so? Nee, an den kleinen da drüber. Der? Jawohl.
und daran. Und schön festziehen, dass er vom Sturm nicht runtergepustet wird. Ja, warte. Hängt jetzt hier. Die Busbar hat seit April geöffnet. Jeden Tag. Wir haben denen ja doch selber gesagt, dass es besser ist, dass es bei uns bleibt. Und wir haben jetzt zwei Mitarbeiter, die da drin stehen, fest eingestellt. Und die managen das hier super. Jetzt gibt es hier sogar schon Mittagessen. Ja, na guck mal, häng den war schon richtig. Häng den mal da ran. War schon richtig. Ja, super, cool. Sehr schön. Super. Jetzt wird gegessen. Na los. Jetzt wird gegessen, ne? Wichtig, der Bauch muss voll sein. Was ist? Anwesend? Was möchtest du? Yay. Was möchtest du essen? Okay. Was du möchtest du? Ein Brötchen mit Ketchup haben. Ja. Wollt ihr bei den Pommes was dabei haben? Irgendwie Mayo, Ketchup? Ketchup, Ketchup. Aber ihr könnt das gerne auf Porzellan machen, ne? Der Umwelt zuliebe. Wird gemacht. Cocktails mixt die neue Belegschaft hier, bereitet Fischbrötchen, Schnitzel und Salate zu. Und alles ganz modern jetzt. Sogar per Karte oder Telefon können die Gäste zahlen. Soll ich dir mal eins? Ja. Ein kleines Töpfchen bei seiner Größe kriegt er natürlich Nachschlag. Ne? Super, vielen Dank. Danke sehr. Ja, bitte. Einen Pieper bekommen die Gäste mit. Wenn der vibriert, können sie ihr Essen abholen. Aber? Christoph auch. Aber Gäste haben Vorrang. Oh. Herrlich. So, Engel, der Sommer kann losgehen. Also, aber auch so. So kann er bleiben. Nee, Wärme. Ich möchte nicht in Jacke sitzen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine es auch eher von der Ruhe. Hab hey. Alles Glück, Henrin. Ja, okay. Dann klatschen wir einmal ab. Ich muss den Pieper noch wegbringen. Oh, das sieht sehr lecker aus. Sehr schön. Gut. Das finde ich. Seit seine Leute in der Busbar kochen, ist er immer satt, sagt Christoph. Ein bisschen wie im Schlaraffenland. Zwei? Ja, ich habe auch eins. Ach so. Wenn ich auch was essen darf. So, guten Appetit, meine Engels. Guten Appetit. Danke. Noch ist Vorsaison. Wenn es richtig losgeht, rechnen sie mit bis zu 100 Anreisen pro Tag. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Respekt davor, weil wir mal den ganzen Platz jetzt geöffnet haben. Aber ich glaube, eigentlich alle in freudiger Erwartung. Also wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Zu Ostern waren hier, ich glaube, 70, ne? Anreisen. Mhm. 70 Tagesgäste, also fast alle Dauercamper schon da. Und unsere Mitarbeiter haben gesagt, wie ruhig das ist. Trotzdem, ja, also die doppelte Menge an Leute, aber es war entspannt. Keine Klos verstopft, keine Duschen kaputt oder, also die Leute sind irgendwie... Ja, auch anders. Ein bisschen sorgsamer diesmal und so. Also es ist wirklich dafür, dass der Platz ja mindestens das Doppelte an Füller hat. Entspannt. Ein Fischbrötchen geht immer. Was sagt ihr Mädels? Ist die Schnitzelgröße gut? Ja. Also weil da sind wir noch überlegen, ob wir doch eine Nummer größer nehmen. Also vielleicht. Und 3,5 Sterne vom ADAC. Mit Hafcamp Honig und der Speisekarte geht bestimmt noch was. Machst du wunderbar. Echt? Mama, ich hab's gar nicht. Hätte ich auch gesagt.